Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tunida 85 zeigen euer Vorgier. Und das ist dieses Mal wahrscheinlich sogar die letzte Ausgabe in dieser Staffel 1. Denn das zweite TCGW, was wir noch machen wollten, haben wir leider die Welt leer vorgefunden ohne Vorgier. Also, ja, da können wir auch nichts tun. Und Matze ist auch dabei, wie ihr seht. Hallo Matze. Servus. Jo, es ja, geht hier rum, oder auch hier rum, wie ihr wollt. Das ist das Vorgier V1 von Pascal von Dijk oder ja, wie auch immer man das aussprechen mag. Ich nehme es an, es soll Englisch ausgesprochen werden. Und ja, ihr seht das Vorgier. Sehr von dreieckigen Formen inspiriert, würde ich sagen. Jo, ist aber eigentlich ganz cool auch gemacht, finde ich, dass es halt immer so eins nach oben, eins nach außen geht und so weiter. Das finde ich, es macht auch was her. Ja, ich finde es optisch auf jeden Fall nicht so schlecht. Also, gut, man könnte sich wieder kritisieren. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen würden, aber okay, machen wir es mal. Top, also ganz oben auf dem Vorgehen drauf, da fehlt jegliche Art von Verzierung. Das hätte man mit was auch immer machen können. An den Seiten fehlt was an Verzierung. Also, ich beschränke mich halt auf nur farbliche Gestaltung. Und Heck ist natürlich mal wieder ganz langweilig geworden. Jo, aber vorne muss man sagen, dass du diesen Grau-Weiß, das hat er eigentlich ganz gut gemacht und oben abgeschrägt. Also ich finde vorne ist es schon okay. Vielleicht hätte man gerade hier unten in der Fläche noch ein bisschen mehr machen können, aber keine Ahnung, vielleicht hat er ja sogar noch Platz hier vorne für die Wollverzierung oder so, dass er da noch was hinmachen kann. Weiß ich jetzt nicht genau, ansonsten wie natürlich lange. Hat man sich ein bisschen die Mühe gegeben, hier abzurunden, obwohl es nicht wirklich rund ist, sondern eher abzuschneiden und hier hinten so ein bisschen abzuschneiden. Und hier oben natürlich mit der Verzierung. Allerdings ist es halt ein bisschen sporadisch und nicht so viel irgendwie. Das hätte man dann ein bisschen mehr durchziehen können, müssen, wie auch immer. Jo, alles klar. Was sonst noch da ist. Sandsensor nicht verbaut. Das ist irgendwie voll cool. Sandsensor nicht verbaut. Nicht verbaut, alles klar. Scheinwerferschaltung, okay. Jo, was ist denn das hier? Das Original, rein, jetzt das links, oder? Jo. Zur Clock, alles Dispenser. Klar. Okay, jo. Warum nicht? Gehen wir gleich mal zu den Dispensern, ne? Ich frage mich, ob das auch der normale Eingang ist. Nee, das ist hier nur so ein. Ich geh jetzt zur Clock. Ach, hier ist die dann wahrscheinlich. Das wird aber hier doch gar nicht weitergeleitet. Der Repeater ist doch eins zu ja, kurz. Ja, es ist wahrscheinlich nur ein Signal, was eine Rapid Clock, die irgendwo hier liegen müsste, blockiert. Und sobald die Rapid Clock angeht, ich meine, was ist das denn? Ja, genau, hier siehst du es. Normalerweise geht dann die an und da reicht dann das Signal aus. Okay, aber hier geht's gar nicht weiter, oder wie? Na, das war ja nur zum Clock anschauen. Da oben geht's raus, so. Also schön, Dispenser mit Rapid Clock sind verbaut. Warum nicht? Dann wahrscheinlich hinten rein oder so. Hinten geht's rein, jo. Hinten rein? Wieso sind die Pferde? Oh, Pferde sind voll cool. Matze mag Pferde. Ja. Pferdesalami. Oh, Lasagne. Oh mein Gott. Lasagne, genau. Ah, du bist auch so eine Lasagne. Was sehen wir hier schon wieder? Ein Quetschgang, also so Minecraftler mit größerer Fülle, die würden hier nicht durchpassen. Allerdings, und ich finde auch die ganze Lichtgestaltung ein wenig seltsam mit diesem Gang. Wenn du hier mal bezüglich der Symmetrie anschaust, hier die Glowstones und zwei Eisen-Glowstones und hier Redstone-Lampe, Endstone-Redstone-Lampe ohne zwei dazwischen. Das ist ein bisschen verwirrend. Jo, vor allem der Glowstone am Boden wäre ja dann überhaupt nicht nötig gewesen. Genau. Ja, genau. Was haben wir hier? Lichtschalterbrücke. Ja, ich glaube, wir können mal eine Ausnahme machen. Zu den Kanonen. Gehen wir zuerst. Okay, gehen wir immer. Wie immer. Vier Projektilkanonen. Jo, vierer Shotguns. Ein Applaus. Aha, das scheint so, ne? In der Tat, das sind vierer Shotguns. In der Tat. Wie sieht's mit dem Delay aus? Ja, das müsste eigentlich gehen. Das ist eigentlich gut gemacht, muss ich sagen, weil es ist ein gutes Minimal-Delay. Von diesem Fall zwei vollen Repeatern, was allerdings dann auch komplett hochgestellt werden kann, je nachdem wie viel man braucht, ne?
Du kannst dann halt im Prinzip, wenn du halt nur zwei, drei Repeater da hast, die halt auf schon höheren Stufen stehen, kannst du zum Beispiel kein so hohes Delay erzeugen, wie du mit so vielen Repeatern erzeugen könntest. Das Jo, ist hat eigentlich man auch auf jeden ganz Fall schön. großen Spielraum. Genau. Ich Und werde den Schüssel hier schon mal beladen, oder machst du das? Aber ja, doch, sind schon vier Kanonen. Ich denke ja, mir genau. gerade, Die also. sind alle beladen jetzt. Schustes wird im Anschluss ebenfalls folgen auf das Wolgi, was nämlich da vorne zum Beschuss bereits dasteht. Da können wir dann auch schauen, ob Alarme oder so funktionieren, falls welche Und hier eingebaut eine sind. 6er-Shotguns mit leuchtendem Wasser. Leuchtendes Wasser, das sieht ganz cool aus, aber sobald das Wasser weg ist, ist halt dann wieder dieser hässliche Glowstone im Weg. Was ist das denn hier? Seltsam. Echt komisch, hier ist ein Schalter noch vorne drin. Für was weiß ich, was da gut ist. Das mal an. Voll strange. Na, warte, das ist hier auf der Seite auf. Was ist das denn? Hä? Ach, lol. Das ist zum Beladen der Projektile und dann machst du das dann zu. Oh mein Gott. Ja, warum nicht, ne? Okay, Müssen ja. die Teile aber schön überall zumachen, nicht, dass sich dann hier in die Luft jagt. Und dann wieder alle sagen, jo, ihr wart unfähig und habt nicht dran gedacht. Wahrscheinlich unfähig. Ja gut, hier drüben derselbe Schlüssel nochmal, aber da in der Mitte war, glaube ich, so ein Ausguck, ne? Jo, dann gucken wir Aber uns gleich hier nochmal ist das genauer an, also Schlüssel. diesmal ganz schnell die Kanonen beladen. Just for the lols. Du kannst dann schon Okay, mal in den hast du schon Ausguck gemacht, gut. gehen. Jo, der Ausguck hier. Das ist ein großer Ausguck mit einem Block Glaspanzerung. Wo man überhaupt kein Problem Fieser bekommt. Lache. Und das sieht man auch gerade hier an der Platzaufteilung. Wenn man sich das mal anschaut, sieht man, dass unter diesem unteren Ausguck dort im Prinzip nichts mehr ist. Da ist nur noch Dispenser unten und möglicherweise leer, möglicherweise ohne zu räumen, allerdings keine Kanonen, ne? Das wird Hm, eine vielleicht Sache ist da sein. auch viel Technik drin, weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern Ah ja, hier kann man das aussehen Endstone wird. platzieren, wenn gewollt. Und das dann hier Schutzschild. als. Oh, GG. Und das dann hier hochfahren lassen. Ja, gut, warum nicht, ne? Jo, keine schlechte Idee. Und. Was, das ist einfach hier drinnen Beleuchtung oder wie? Das Jo. hätte man auch besser verteilen können und nicht nur so ein Mini-Penis, wenn man jetzt das anschaut, sich so, aber okay. Ja, die typischen Zeichnungen kennt ihr doch alle. Naja. Hat auch jemand die Schadenssensoren in unserem V4 bezeichnet, ne? Ach so, ja, Hast stimmt, du vielleicht genau. auch gelesen im Kommentar? Da war auch so ein Ja, das war Kommentar allerdings gewesen. nicht beabsichtigt, muss man sagen. Hat sich nur Jo. angeboten. Und wir gehen wieder runter zur Brücke und das war's dann auch schon Ja, fast, das oder? war es tatsächlich. Also, das ging ziemlich Nee, schnell. das war's einfach vorbei. Und hier ist auch offen irgendwie, keine Ahnung. Jo, Lichtschalter, Brücke in. Aber schon gesehen, die Jo. Wie sind denn hier Beleuchtung ist ja auch Glowstones ein dazwischen? bisschen. Ja, ich frag's mich auch. Das kommt irgendwie so ein bisschen Vor allem, dann macht das gar keinen Sinn, komisch das Licht rüber. auszumachen, wenn hier immer noch Glowstones sind irgendwie. Voll sinnlos irgendwie. Ja, Naja. ach, jetzt hast du das da weggemacht. Gut. Was haben wir hier? Schadenssensor, okay. Ist die Frage, wo sich der befindet. Das wüssten wir jetzt natürlich gern. Könnte man vielleicht dazu Ach lol, schreiben, was ist so das für denn? nächste Staffel oder so. Ah, Da briefen hier wir rein. aktivierst du den Sensor, dass er funktionieren kann. So ist er deaktiviert. Cool. Jo, warum nicht, ne? Das Die ist eigentlich Frage ist, nice. wieso sollte man Alarme deaktivieren? Falls die einem auf die Also, Nerven falls gehen, sie ist aber das auf die vielleicht manchmal Nerven, nicht so schlecht. ja, okay. Ja, okay. Scheinwerfer und Schutzschirmbrücke, machen wir den mal an. So Oh, ähnlich wie cool. oben, ne? Oh. Und der sieht massiv aus irgendwie. Das sind zwei Endstone. Also im Prinzip nur zwei Endstone rein, aber die sind schon Das ist immerhin eine etwas. Dicke. Das Das ist tut eigentlich auf die jeden Brücke Fall deutlich mehr etwas. schützen als mehr Glas. Das hört sich so voll an, wenn du das zumachst bei mir. Hört sich das voll an wie so ein so richtig so BAM, so ein richtiger Shotgun-Schuss oder so. Doch, auf einmal. Ja. Also so, weil das alles so auf einmal geht. Das hört sich richtig cool an.
Scheinwerfer gut, werden wir gleich testen. Ich bin gerade voll verwirrt gewesen von der Scheinwerferschreibung. Das ist, glaube ich, mal zur Abwechslung richtig geschrieben, oder? Ja. Ich war schon so irritiert, mal richtig geschriebenes Scheinwerfer zu lesen. Okay, Jo. Dispenser, wenn Lampe an, an, okay. Nee, wenn an, Lampe an, so, was glaube ich. Okay, wenn an, roter Alarm an, roter. Roter Alarm, das ist natürlich jetzt irgendwie auch nicht, was das sein. Wissen wir jetzt auch nicht, was das für ein Alarm sein soll. Ist wieder gleich gemacht. Oder nee. Lol. Warte, kannst du mal das Schotty wieder zumachen oder aufmachen oder? Nee, warte. Ach, das ist aus. Es hat sich jetzt. Hä? Machen wir jetzt den Alarm? So, nee, das ist nicht der Alarm so. Was passiert dabei? Lol. Warte, das ist seltsam. Keine Irgendwas Ahnung, das sind auf jeden passiert Fall da. nur Pistons, ne? Warte, irgendwie. Ich griff mich jetzt mal durch und schau mal, ob ich das finde. Mach das jetzt mal an, vielleicht habt ihr eine Idee. Okay. Shots gehen an, vor den Kanonen. Ach lol, nice. Habe ich Shots. nämlich schon Shots. gedacht Ah, gerade. das ist eine gute Idee. Mhm. So, jetzt sind die Shots zu, oder was? Jetzt sind die Shots zu, ja. Oh, cool. Also allerdings nur bei den vier Kanonen. Hier oben ist das schon Okay, nicht dann mehr werde ich die Shots gebraucht. mal aufmachen zum Sch für den Schusstest jetzt, ne? Jo, wahrscheinlich besser. Okay, gehst du rein und betätigst alles? Sieht so aus, ja. Okay. Mach ich mal die Scheinwerfer am Anfang. Ja, das waren nur auf einer Seite. Ne, jetzt sind beide aus, okay. Was ich mich jetzt frage, die Dispenser? Ach, hier, ne? So. Okay, das Das hört funktioniert. sich schon mal gut an. Warte, dann mache ich das gleich wieder aus. Das leckt sonst. Obwohl, das mache ich an, gleich um zu testen, wie das jetzt ist mit dem Server. Ne, David, weißt du, wie ich meine? Ja. Okay, jetzt ist das eh verstummt, oder wie? Es ist aus gerade. Ja, es ist verstummt, ich weiß Ach, es ist auch. leer, es ist leer. Leer wahrscheinlich, ja. Du hast den ersten Kanon geschossen und da kommen die. Also das Jo. Timing ist gut für die Distanz, kann man sagen. Exakt beim Kann ich jetzt Aufprall nicht beurteilen, explodieren aber die. ich glaube schon, dass es relativ gut gewählt ist. Also das ist jetzt hier voll komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nur an meinem Minecraft liegt, aber gerade hört sich das nur so an. Also habe ich keine wirklichen Explosionsanimation, sondern nur so ein Zack, Bumm. Das ist voll strange gerade, wie sich das bei mir anhört. Das hört sich bei mir, glaube ich, auch so an, also. Lol. Kannst du ja dann im Video nachschauen, was es bei mir auch so angehört hat. Ja, also die Kanonen, übers Timing kann man nichts sagen. Das ist im Prinzip, abgesehen davon, dass halt keine Projektilzündungen in irgendeiner Art da waren, schon ein guter Schaden. Das Schott hier hat's schon durchschlagen, zum Beispiel, ne? Jo. Aber gut, bei der Also, Panzerung, das ne? ist schon. Ja, okay, stimmt. Das ist ein bisschen wenig Panzerung da. Aber okay, immerhin wurden die Kanonen richtig getimt. What the fuck, ich hatte solche Frame-Einbrüche. Lol. Keine Ahnung, Dispenser, das müsste unten noch an sein hier. Ist die noch Ja, an? Dispenser sind noch an. Ich mach die jetzt mal Ah, wieder genau, ich mach aus. die am besten mal aus. Jo, dann war es, glaube ich, auch schon, was das Wargi angeht. Eigentlich relativ klein so gehalten und so, aber. Naja. Naja, nicht so klein auch wieder nicht, wenn du bedenkst, dass hier unten drin halt hier so gar nichts ist. Im Ja, ich sag Vergleich. mal relativ Leer. Obwohl, inhaltlich ob klein das leer ist, gehalten, da können also. wir uns jetzt ja reingriefen. Na, Matze. Und hier ist der Sensor drin wahrscheinlich. Alla, hier ist ein Sensor drin. Ich wollte mich gerade hier hingehen und mal hier was entfernen aus dem Block. Ja, aber bestimmt, es ist einfacher, den Beschusstestblock auseinanderzunehmen. Ich denke mal wieder nicht nach. Okay. Ich denke Also man nicht sieht das nach. hier. Okay, das war von der Brücke das Teil, ne? Hier ist halt ein riesen fetter Sensor drin. Und hier noch ein paar kleinere Verkabelungen. Ja, aber guckt euch das Ansonsten an aber nicht so von viel. Platz, Leute. Das kann man auf kleineren Platz verteilen. Und Sollte wofür man ein auf so kleinen riesiger Platz Sensor, wenn man verteilen. das für den Wall einfach generell hätte schrumpfen können im Prinzip, ne? Jetzt schau vor allem mal, wie weit das da hinten noch geht und wie wenig da im Vergleich zu hinten noch drin ist. So ein Jo. Querschnitt. Das ist eigentlich voll kreativ, so den Querschnitt durchs Wagen zu ziehen. Ja, das können wir eigentlich öfters machen. Das ist eigentlich echt immer gut zum
Guck dir das an, das ist nach hinten raus noch mehr Platz und noch weniger drin als hier vorne. Das sieht Das so ist aus. ziemlich klotzig. Jo, okay. Ich würde sagen, wir machen dann direkt die Bewertung. Vorerst letzte Bewertung. Könnte man mal machen. Und was du Warte. vorhin zu Schreibfehlern gesagt hast, guck mal hier runter. Wo bist du? Da ganz Ah, unten. hier. Ja. Das Schild, das ist das Original. sehr schön. So, alles klar, zu Optik. Jetzt meckern wir hier nur noch LOL. What happened here? Hast du das gesehen? Hier Was? oben hat sich das selbst zerstört, ne? Oh. Ja, passiert. Ach, hier ist wahrscheinlich, Wahrscheinlich. wir Hier ist wahrscheinlich die Teile wahrscheinlich nicht hochgefahren. zugemacht, ne? Obwohl, die müssen hochgefahren. Ach, keine Ahnung. Theoretisch müssten die schon, aber egal, egal, egal. Genau, egal. Total Das wird jetzt egal. auch nicht rausgerissen haben. Genau, Optik, was willst du sagen? Also einer wäre auf jeden Fall schon mal gerechtfertigt. Es sind zwei gerechtfertigt. Ja, ich frage mich auch, Ich würde ob eigentlich ein sagen, dritter zwei noch könnte man auf jeden Fall gerechtfertigt geben. ist. Es wurde Ich sich frage mich. bemüht. Ja, ich frage mich aber halt, ob noch ein dritter Stern gerecht oder dritter Punkt oder wie auch immer gerechtfertigt ist. Ich meine, es ist halt auch wieder sehr kastenhart, sehr kastenförmig, ne? Vor allem von hinten, ja. Eben, und farblich eigentlich keinerlei Änderung. Innen sieht es auch nicht optisch nicht so gut aus. Dann belassen wir es bei 2. Okay. So, wir müssen mal kurz schauen, wie viel Panzerung hat das eigentlich? Zwei Block. So. Oben Eisen, unten Endstone. Vor der Brücke sind's vier Glas, ja, würdest du sagen, vier Glas, davon zwei Gut, halb da dicke sind halt Endstone. Shots eingebaut, aber ich finde, Shots zählen nicht zu. Zählt eher Zählen zu Shots auch Technik. teilweise Panzerung? Teilweise, aber die Shots waren ja bei den Eisending zum Beispiel gar nicht da. Ja. Auch nicht da. Und Leute, das müssen wir auch noch kurz dazu sagen, wenn wir mit der nächsten Staffel der TCDWGs beginnen, natürlich mehr am Ende des Videos, werden wir auch ein neues Bewertungssystem machen, was ein bisschen klare Kriterien hat und das ein bisschen durchschaubarer ist. Ne? Jo, ich würde Panzerung Jo. eigentlich dann nur einen Stern, um ehrlich zu sein, geben, weil das ist fast nichts. Ja, das ist echt. Zwei Block ist ein bisschen wenig. Was willst du da bewerten? Das ist sehr geringe Panzerung. Gut, ich finde, oder kann man zwei geben? Ich meine, 1,5. es sind zwei Block hier oben, es sind, ah gut, zwei Block im Ernst, aber es ist in V1, es sind Shots drin. Ja, ich weiß nicht. 1,5. Wenn Wenn halt man wirklich ein sagt bisschen auf die 1,5. Shots-Gesten, die halt überall eingebaut sind, wie oben bei der Brücke, in den mittleren, halt bei den Ja, Eisenteilen. gut, aber ja, das zählt halt nicht so ganz zur Panzerung, ne? Deswegen wäre ich jetzt für 1,5. Okay, gehen wir mal einen. Einhalb. Ein, Aber so ganz eins war einhalb. es eigentlich nicht. Okay, Eineinhalb Kanonen. Kartoffeln. Kanonen waren nicht wirklich stark, muss man sagen. Allerdings waren sie gut getimt. Das ist halt auch ein Ja, aber älteres Wort, muss man wie Vielfalt war gesagt zum bedenken. Beispiel auch keine vorhanden. Das waren Vierer- und Sechser-Shot ganz okay, aber. Ja, Vielfalt nicht, ne? Das war auch jetzt, glaube ich, irgendwie keine Sprachfehler. Keine Kreativität da, dass man sich irgendwas Spezielles bei den Kanonen noch ausgedacht hätte oder so. Ja, ist die Das waren einfach Frage, so typische Standardmodelle, zwei ja, hier noch Copy-Paste. gerechtfertigt? Ich würde zwei eigentlich schon sagen. Eins wäre es bei Ja, einser zwei. Shotguns und so ein Kram, ne? Und die waren ja vor Ja, allem auch aber noch vor allem richtig ist getimed, ne? der Schaden ist jetzt wirklich nicht so schlecht dafür, dass es Vierer-Shotguns sind. Ne, das ist eigentlich schon das meiste rausgeholt. Ja, gerade hier vor der Brücke, hier würdest du hier nochmal schießen, dann würdest du hier in die Brücke Das reinschießen kommt schon. aber auch nur von der Panzerung her. Ja, Okay, dann sagen gut, wir zwei. meinetwegen. Yo, Platzleistung. Platzleistung, das ist natürlich, wenn man jetzt hier sich das hier unten anschaut. Arg mager, ne? Ein arg mager. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich schwank so ein bisschen zwischen. Ja, eins oder zwei eigentlich. Gut, ist es so schlecht, dass es mal einen geben könnte? Ist die Frage, was würdest du dafür geben, dass es zwei werden?
andersrum Ja, denken sind ein halt. bisschen mehr Technik. Gucken wir, gibt es hier gewisse Technikkonzentrationen? Oder sowas in der Richtung. Brücke sind eigentlich schon relativ viele Hebel und so. Und, die halt auf halbwegs kleinerem Raum sind. Überhaupt keine Ahnung. Ja, Hier okay, oben sagen ist. wir 2 Sterne. Zwei, Ist okay ja. für den Oder ich V1, würde. das ist okay. Oder eineinhalb. Ja, nein, da würde ich dann schon 2 sagen. Für den Ja, V1. stimmt eigentlich schon. Jo, der vorletzte Punkt ist jetzt Infrastruktur. Das ist eigentlich relativ simpel zu bewerten, weil die Gänge waren zwar beleuchtet gut, allerdings waren die meistens relativ eng und klein. Das könnte im Kampf teilweise etwas hinderlich sein. Und beschildert war es okay. Ja, zusätzliche Räume waren eigentlich Nicht keine da. da. Was würdest du sagen? 3,5? Ja, also ich finde, viel kannst du halt auch nicht so abzielen. Die Gänge waren halt nicht ganz so Das schön gemacht. Einzige, was du abziehen kannst, eigentlich sind halt keine zusätzlichen Räume im Prinzip oder Ja, und dass sowas, die ne? Gänge nicht so gut sind. Ja, die Gänge können auch 3,5. noch verbessern. Und was laberst du mit vorletzter Punkt? Wir haben jetzt noch Technik und Brücke. Vorletzter Punkt. Hatte ich, glaube ich, Vor, gesagt. vor. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Ist wurscht. Conchita. Alles klar, Technik. Was jetzt gerade so lustig? Technik. Ah, okay, es ist echt so ein bisschen lustig. Ich bin lustig. Ja, Nein, Scheinwerfer waren wirklich, da, aber. Dispenser waren da mit Rapid Clock. Shots waren auch da. Sonstiges war sonstiges da. Ja, Alarme. die Shots von den, also die Verriegelung der Brücke war im Vor Prinzip da. der Brücke, ja. Hast du hier die, oh, jetzt komme ich voll raus. Die Alarmsensoren oder sowas schon erwähnt. Ja, Hier aufgepasst. teilweise halt. Es ist halt wie gesagt, bei dem Bewertungssystem zählt ja halt auf zur Brücke eigentlich. Okay, Aber was würdest du dann da? Ich denke, sowas, für was könnte man einen Stern, einen Punkt abziehen? weil ich sag Nichts mal so zusätzlich, wie man es oder? vielleicht einen Kompromiss finden könnte. Das Vorhandensein von Sensoren zählt für Brücke, die Umsetzung der Sensoren für Technik, das heißt, ob die ein Blinklicht haben oder sowas. Und Ja, Blinklicht und stimmt. Ton ist Das. da gewesen. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen 4 Sterne, oder? Ja, unter V1, wenn du sagst 4, Da könntest du ja. fast schon sagen 5 für den Was? V1, ne? 5? Nein, 5 müsstest du viel mehr einbauen. Ganz im Ernst, du müsstest du mindestens. Also, um 5 in Technik zu geben, dann müsstest du eigentlich echt bei der V1 zumindest aber noch irgendeinen Kurzschluss oder so einbauen. Also, ich würde da Okay, ja. 4, nicht mehr als 4 geben. Ja, aber 4 würde ich schon geben, wenn du dir vergleichst, für was wir sonst schon abgezogen haben, für Dispenser da, aber für keinen Rebel Clock haben wir schon mal einen ganzen Punkt abgezogen. Da musst du so schon 2 Punkte fast geben. Die Shots, generell von den Kanonen, Ja, die wir da halt also vier sind platzieren, auf in der jeden Fall gerechtfertigt, Technik. aber wie gesagt, mehr würde ich echt nicht geben. Ja, dann Weil die es wäre für im Shots Prinzip und für ein so weiter. V1 ist zwar gut, aber. Was mich jetzt nur frage, diese Zweierlampen hier, wann gehen die an? Wenn die Shots hier zu sind, oder? Jo. Das ist Siehst auch du auch. kreativ gemacht. Und dachte er auch kreativ gemacht. Brücke. Wo war das hier so? Jo, es geben wir ihm viel Brücke. Also, es war alles steuerbar auf jeden Fall. Es gab mehrere gute Aussichtsplattformen bei dem Borgia. Dach war leider nicht zugänglich, das muss man dazu auch sagen. Und Sensoren waren vorhanden. Brücke im Allgemeinen, wie fandest du sie? Ja, geräumig schon, aber nicht Brückenfeeling nicht ganz gemütlich, so, ne? so wirklich. Nee, also schon besser als bei manch anderen zum Beispiel, aber es war jetzt das, wenn du denkst, hier so der Bereich hier, der war schon relativ leer, obwohl das siehst du jetzt nicht. Aber so neben dem Eingang war es relativ leer schon und auf dem Boden war irgendwie auch nichts verziert oder so, oder mal eine Sitzgelegenheit hatte man irgendwie nicht. Die Leute in dem Wagen müssen sogar im Stehen schlafen. Ja. Ja, Weil ich man sich würde auch nicht auf den sagen. Boden legen kann in Minecraft, das ist schon scheiße, ne? Man kann sich nur so hinknien irgendwie. Ja, man kann Jo, sich so was hinknien. würdest du denn sagen für Brücke? 3 Sterne. Oder. Ich würde fast sogar 3,5 sagen, oder? Dann scherst du dich halt einmal mit 0,5 rum. Ja, Ist du hast eh einen mir. Taschenrechner, oder nicht? Ja, habe ich, klar, aber. Ja, gut, dann sagen wir 3,5.
Dann sagen wir Jo, 3,5. das sind insgesamt nämlich warte. Bam. Rechengenie. Das sind 18,5, wenn ich mich nicht Durch verrechnet 7. habe. Durch 7. Macht 2,64. 2,64 sagst 2,64, sage ich. Die Gesamtwertung ist 2,64. Man muss halt sagen, was das Wort halt ein bisschen runtergezogen hat, ist halt wirklich die Optik und die Panzerung vor allem. Also, wenn man halt ein Wargame baut, was halt wirklich so stark auf solche optischen Sachen verzichtet oder sowas auch wie Technik jetzt auch nicht so viel Wert legt, dann sollte man schon ein bisschen mehr auf Panzerung achten, ne? Das ist teilweise für die Kanone doch Jo. ein bisschen wenig, ne? Allerdings. Aber gut. Ansonsten finde ich für eine V1 ist es okay. Das mit der Optik, da spielt vielleicht auch Erfahrung immer eine Rolle. Und vor allem auch mit Platzleistung. Ja. Dass man sagt, ja, den nächsten Voice versucht man das kleiner zu bauen oder setzt sich generell einen kleineren Rahmen und versucht es optisch schöner zu machen. Kann auch bessere Kanonen reinbauen, auch selbst wenn es nur Copy-Paste ist, aber das können wir jetzt nicht nachvollziehen im Prinzip und das werden wir ja auch nie bewerten im Prinzip. Ja, also ich schaue halt noch mal kurz nach, ob es im Prinzip ein Warrior war, das jetzt halt regelkonform war oder nicht. Im Wir sind hier Platz Prinzip, wir 1, sagen 2, 3, gerade 4. extremst oft im Prinzip. Ist das im Prinzip schon mal Im aufgefallen? Prinzip nicht, nein. Im Prinzip nicht? Ah, das ist aber schade, weil im Prinzip ist bewiesen, dass wir oft im Prinzip sagen. Gott, ich drehe Also am das Warrior Rad. ist, glaube ich, so nach den Regeln gebaut. Und ich kann mir das auch vorstellen, wie das Warrior, wie das im Prinzip. Nein, fuck! Nein, scheiße. Oh, stimmt echt, Matze. Nee, aber wie es gebaut wurde, das wird gerade hier zuerst ein Block gesetzt mit World Edit. Und dann, man sieht ja auch, das sind 20 Dispenser, 10 Kanonen. Das sollte für die Regeln kompatibel sein, das Warrior. Und dann hat man halt am Ende versucht, dann hier noch was wegzuschlitzen oder so. Stattdessen, dass man die Dispenser einfach weiter nach oben einbaut, zum Beispiel, und dadurch eine deutlich schönere Form zum Beispiel hinbekommen hätte. Wobei die Form eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist jetzt, ne? Es ist wie gesagt halt die Frontverzierung. Oh mein Gott, Matze. Ja, das ist jetzt auch so ein indirekter Server-Test, aber Wieso das machst du müssen wir das nochmal jetzt, Matze? machen. Das ist halt mein Job, aber. Ja, keine Ahnung, ich hatte so voll den Drang. Na dann, ist ja Aber schön. guck dir mal, wie geil das aussieht, noch an der Seite, so mit dem TNT jetzt da, was so Puh, hier das wird es so übelst hart laggen. ist. Ich werde mal weggehen. Leggy-Leg-Leg ist am Start. Und dann noch was Kurzes sagen zu dem weiteren Video-Vorkommen auf dem Kanal jetzt. Wir werden, weil wir werden jetzt, wir haben jetzt Sommerferien aktuell. Das heißt, einmal mehr Zeit, um Videos zu machen und andermal weniger Zeit, Weniger um Videos zu Zeit. machen, weil wir teilweise nicht da sind. Weil Urlaub und Gamescom und so. Genau. Und, ja, was Wir soll man werden dazu noch ein paar sagen? Wir Videos haben jetzt noch halt machen. vor, diese Staffel haben wir jetzt beendet in dem Sinne. Jetzt werden noch ein paar Minecraft Hunger Games, Minigames, Survival Games, Walls und so weiter kommen. Und dann wollen wir endlich das Let's Build Wargear aufnehmen. Morgen und übermorgen haben wir das vor und das dann ein paar Parts hochzuladen während der Zeit, wo wir nicht da sind. Besser gesagt, freizuschalten. Oh, Nixon scheiße. lost. Oh, cool. Okay. Es ist aber das fehlgeschlagen. Ja. Nee, hier, aber da verspreche ich nicht zu viel, auch wegen Minigames und so weiter, weil wie gesagt, ab Mittwoch bin ich weg. Ja, gut. Bin ich in Vielleicht, den wahrscheinlich kommen noch wunderschönen keine Straßen des Minigames Nordens mehr. unterwegs. Na, mal sehen. Also, ihr kriegt hoffentlich schon noch mindestens wöchentlich ein Video. Oder wir hoffen, dass es auch Ja, schneller das geht, Let's aber. Build Wargame, da werden wir mehrere Parts draus machen, weil das hatten sich wirklich extrem viele gewünscht und sowas ist wirklich auch mal extrem useful, denke ich, sowas mal zu machen. Ja, genau, eben. Das machen wir jetzt einfach Und morgen. Aber erwartet nicht, dass wir dann ein riesiges Wargear oder so bauen. Wir werden nur ein kleines Wargear bauen und halt kurz ein paar Informationen geben, worauf man achten muss beim Wargear bauen. Ne? Also nur ein relativ theoretisches Video, wo wir halt was bauen, aber halt nichts Großartiges jetzt in dem Sinne. Ne? eventuell auch mit mehreren Cuts, wenn Genau. Und wir. den Wargear, den wir gerade vorgestellt haben, könnt ihr natürlich auch downloaden in der Videobeschreibung dazu. Der Link. So, ansonsten war es das jetzt auch und Matze hat den Server geschrottet und GG und bis Ja, zu dem nächsten GG. Video. It's fucking GG, guys. Ciao. Alles klar, Servus.